Lucy und Vivian. Smudo, du hast in den Proben zu den Girls gesagt, performt das mal bitte so richtig auf die Fresse. War das so richtig auf die Fresse? Genau. Es war besser als alle Proben, es ging voll auf die 12. Supergeil. Danke. Ich fand die Performance unfassbar erwachsen auch. Also, ich habe kurz vergessen, dass wir bei The Voice Kids sind. Und Lucy, du hast mich voll an Avril Lavigne erinnert. Auch mit den Haaren und mit der Gitarre und so, das Hemd. Irgendwie war es einfach für mich gerade so ein Flashback. Und es war total geil. Auch Vivian, also deine Art so zu singen und zu performen, man merkt, das liebst du auch, ne? Und du hast Spaß daran. Du hast es wirklich rübergebracht. Rachel, du bist einfach auf die Bühne gekommen und es sieht einfach so leicht aus für dich. Und das ist richtig cool. Also du hast die Gruppe richtig geleitet und du würdest für mich weiterkommen. Danke. Bei mir war es irgendwie so, dass ich bei Vivian wäre, weil du irgendwie das so performt hast, bewegt hast, ins Publikum geschaut hast, zum Klatschen animiert hast, die anderen mitgerissen hast. Das war irgendwie... Vivian ist ein richtiger Entertainer. Irgendwie, genau. Ich war von dir am meisten entertained die ganze Zeit. Das war toll. So toll es ist, so Horror wird es jetzt wie immer bei den Battles. Also ihr alle drei verkörpert das, was ihr gemacht habt, richtig gut. Ihr seid alle drei bockstark. Und das hier ist kein Wettbewerb, in dem jemand weiterkommt, finde ich, der jetzt wirklich besser ist als der andere, weil ihr alle drei 100% Team Fanta seid und bleiben werdet in unserem Herzen. Die Entscheidung, die wir jetzt fällen, ist natürlich auch fürs Spiel und strategisch und deshalb nicht persönlich. Ich sag's deshalb und es ist mir wirklich wichtig, weil ihr mir sehr ans Herz gewachsen seid. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass ich nicht da sein kann, um die anderen beiden zu trösten. Weil wir entscheiden uns heute für das 360-Grad-Unterhaltungspaket Frozen Joghurt Wundertüte Vivian. Herzlichen Glückwunsch! Du wirst in den Sing-Off, Vivian!